Ein herzliches Willkommen und Hallöle, hier ist euer LT Rustikal zum Pro League Zusammenfassung des Spieltags 13. Ja, es waren wieder schöne Spiele am Spieltag 12 und deswegen sind wir auch beim 13 gespannt, was passiert. Nightclubbers empfingen die favorisierten ATR eSports e.V. und ATR musste natürlich seiner Favoritenrolle gerecht werden. Ob das so ist, das sehen wir dann in der Zusammenfassung. Aber wir sehen natürlich auch in der Tabelle, Welten trennten dann zu dem Zeitpunkt Nightclubbers und ATR. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Zusammenfassung und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Eckball für Nightclubbers. Den wird Bittig treten. Da ist er auch am Ball. Er guckt sich seine Leute aus. Wo kann er am besten hinspielen? Und tritt jetzt den Ball. Micha fängt den Ball ohne Probleme ab. Kein Bedrängnis. Micha schlägt den Ball nach vorne zu Rustikal. Rustikal köpft den Ball zu Onways. Onways läuft dann ein langer Ball zu Rustikal. Rustikal sieht dann eine Linie unten laufen. Gibt einen flachen Pass runter. Aber schön von Cordovan abgeblockt diesen Ball. Dann eine Linie. Keine Chance ranzukommen. Freistoß für ATR. Eine schöne Situation, eine schöne Entfernung, die Danielinho wohl schießen wird. Und Nightclubbers sortiert sich genauso wie ATR. Danielinho schießt auf Rustis Kopf und Tor! Aber da ist die Fahne oben von den Linienrichter abseits. Und das hat Nightclubbers recht gut gemacht. Wobei man auch sagen muss, ATR hat unten zu wenig Druck gemacht, um vielleicht die Abseitsfalle aufzuheben. Aber schön gemacht. Einwurf für die Nightclubbers. AT hat den Ball. ATR konnte bisher gut gegenhalten. AT guckt, wo ist Bittig. Bittig köpft zurück zu AT. AT hat den Ball, lässt den ersten ATR-Abwehrspieler aussteigen. Guckt in die Mitte, wo ist man frei? Flanke, Kleid, Kopfball, rechts vorbei. Die Szene ist aber nicht Ende. Die Chance, die war nicht so groß. 2 Meter am Tor vorbei, aber jetzt kommt der Abschlag von Schoko. Und das ist auf jeden Fall interessant. Weiter Abschlag auf Rustikals Kopf. Der leitet weiter zu Danielinho. Danielinho weiter an Prinz. Prinz hat alle Zeit der Welt. Er könnte links, rechts schießen. Was macht er? Er schießt. Oh, auf den Torwart. Richtig schlecht geschossen, muss man ehrlich sagen. Aber auch gut reagiert vom Keeper. Roman passt zu Rustikal. Rustikal sieht Danielinho. Danielinho kriegt den Ball nicht. Rustikal kriegt den Ball wieder prall zurück zu Danielinho. Tor. So schnell kann ich wieder mal nicht reden. Und wir gucken uns die Szene an. Das hat Rustikal richtig gut gemacht. Er will reinflanken. Dann wird der Ball abgefangen. Und dann kriegt er gerade den Körper noch zwischen der Außenlinie und dem Ball. Und somit prallt er zurück zu Danielinho. Und dann kommt das Tor. Das verdiente 1:0 für ATR. Aber dennoch glücklich, denn diese Szene war echt Glück, muss man sagen. Aber trotzdem gut gespielt. Freistoß für die Nightclubbers. Kapitalist wird den Ball treten und ATR ist natürlich davon ausgegangen, dass es ein direkter Schuss wird. Aber man sieht jetzt unten kommt die Nummer 10, das ist Kleid und der wird angespielt. Dann Schuss von Kleid, Latte, Rustikal kann ihn rausköpfen und dann Neymar SR 10 Meter gefühlte drüber über das Tor. Aber trotzdem Glück nach dem Lattentreffer für ATR. Raza spielt den Ball direkt auf Kleid. Der läuft auf Schoko zu. Den Ball verspringt er. Schoko hat den Ball. Und jetzt kommt eine Szene, Marke Eigenverschulden. Schoko guckt, spielt den Ball nach rechts. Rechts unten ist aber schon lange gedeckt von Bittig. Bittig spielt an Kleid. Kleid hoch zu Raza. Raza hoch zu Neymar. Und Neymar links vorbei. Und das war eine Sache der Marke unnötig. Glück für ATR. Prinz am Ball. Er sieht Roman. Roman könnte passen. Aber was macht er? Er schießt rechts vorbei. Aber ziemlich ungefährlich der Schuss. Und Nightclubbers kann in Ruhe aufatmen. Der eSports gegen Nightclubbers bzw. Nightclubbers gegen ATR. Es war ein durchwachsenes Spiel. Jeder hatte seine Chancen. Wobei man natürlich auch sagen musste, Großchancen waren dann eher bei ATRs Seite. Die dann hätten gut auch ein 2-0 machen können. Endergebnis, wenn jeder hätte wirklich die Tore geschossen, die Chancen, die dann da waren, wäre es 3:2 für ATR ausgegangen. Aber hätte, wenn und aber, das ist nun mal nicht passiert.
Und ja, ich hoffe, die Moderation hat euch gefallen, das Kommentieren. Und ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Mal ein, wenn es heißt, Spieltag 14, First Generation gegen ATR Esports, die beste Defensive mit den beiden besten Offensiven. Ihr seht die Endcard, liken, abonnieren, kommentieren. Das war euer Elite Rustikal. Ich bin raus, tschüss!